So, einen wunderschönen guten Abend. Hey Snooki, grüß dich. So, und zwar YouTube-Videostream. Mann, Mann, Mann. Geht denn überhaupt noch irgendwas hier? So. Gibt es jetzt zweimal? Nee, hast du immer offen. Ach Mann. Irgendwie. So, gut. Blam. Ha! Müsstest eigentlich mal sehen, oder? Snooki? Ich glaube schon, hä? Irgendwie ist der Chat heute ein bisschen verrückt. Gut. S Jo, es gibt wieder mal einen Euro Truck Simulator. Ne? Das habe ich mir schon lange mal wieder vorgenommen, mal wieder Euro Truck zu fahren. Und zwar, ja, bei mir gibt es ja auch es gibt auch einen Sendeplan bei mir. Habe ich einen Sendeplan? Ich habe einen Sendeplan drin bei mir im Kanal. Unten drunter stehen dann. Musste mal gucken. Da steht so ungefähr drin, was ich so ungefähr in der Woche davor habe. Und das ist für mich auch ein kleines bisschen, so ein bisschen danach richten. Änderungen sind immer vorbehalten, ist ja klar, ne? Es könnte mal was dazwischen kommen oder mal ein ganz anderes Spielinteresse sein in dem Moment, was man gerne mal spielen möchte, aber ja, umsonst. Gibt es eben auch mal andere Spiele. So, Handbremse lösen. So, wo sind wir denn überhaupt? Erstmal Licht anmachen. Erst die Warnblinke. Und Umleuchte. Haben wir denn noch alles im Blick? Schauen wir mal. So, wo waren wir denn überhaupt hin? In Zürich sind wir mal. Lieber Scholli, ey. Wo wollen wir denn mal hinfahren? Lindköping sind 1423 Kilometer. Ist mittelweit. 997 Kilometer. Tschechische Republik. Ach komm, fahren wir mal dahin. Na, Tschechien ist auch mal eine nice Sache. Jo, eigentlich fahre ich ja Euro Truck Simulator normalerweise nicht so alleine. Aber heute mal schon. Ich bin ja immer in ganz netter Gesellschaft. So. Mein lieber Scholli. Meine Lenkung lässt halt auch zu wünschen übrig. Uiuiuiui. Hellborn, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich in der Welt der großen Straßen. Ach ne, der größeren Fahrzeuge. Schon wieder rechts abbiegen. Mann, Mann, Mann. So. Genau, das Ganze ist übrigens hier Multiplayer. Also, das ist nicht irgendwie hier Singleplayer-technisch. Das ist alles auf dem Multiplayer-Server. Und deswegen sollte man sich auch ein bisschen an Verkehrsregeln halten. Definitiv. Denn es könnte nämlich ja böse enden hier auf dem Server. Wenn man sich nämlich zu sehr daneben benimmt, kann man nämlich gebannt werden. Entweder für ein paar Tage, Monate oder für immer. Und das möchte man ja tierisch vermeiden. So, Licht haben wir ja an. Muss ich überhaupt hin? Steinbruch, oder? Ach stimmt, das war ein Tieflader. So, bum 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 bum. Also ich muss sagen, gestern war richtig Bombe gewesen. Also hat mir gestern richtig gefallen, das Spiel so mit euch weiterzumachen. Auch die coolen Ideen, die ihr so mit eingebracht habt. Ich habe übrigens mittlerweile auch mal einen Blog besorgt, um das alles mal auf dem Blog niederzuschreiben, was denn so während des Streams euch allen einfällt, um das halt mit einzubauen. Und ja,
Ist schon richtig nice. Und zwar Auftragsarbeitnehmer an. Bup. Und als nächstes mach ich mal ein bisschen Musik. Ich könnte eigentlich mal rein theoretisch mal ein bisschen Musik anmachen. Wartet mal. Ich könnte mal ein bisschen Musik anmachen. So, jetzt habt ihr mal ganz kurz meinen Chat gesehen. Also mindestens mein Fenster gesehen. Und zwar. Das hier und da fangen wir heute mal. Dort an. So. Wie geht's dem werten Wohlbefinden? Im Hellbirn versuchst du dich gerade einzuschleimen oder einzukratzen. Hast du es angestellt? So. Ich muss sagen. Man weiß ja nie, Hellbirn, man weiß ja nie. Wenn man irgendwas angestellt hat, wer weiß, irgendwas auf dem Hof randaliert oder so. Hey, oh Gott. Philipp? Ja, ne? Hab ich recht? Oder? Weiß ich nicht. Liege ich richtig oder liege ich falsch? Ossi Freeze, einen wunderschönen guten Abend und ich hoffe. Ach, Jan. Entschuldigung, Jan. Badong. So. Gucken wir mal, ob wir dann auch unbeschadet herauskommen. Das ist nämlich immer so eine Bastelei aus dem Turm. Weil die Tieflader dann immer so dämlich gelegen sind. Wieso soll ich denn damit nicht klarkommen? Ich fahre gerne mal ETS. Also ETS Multiplayer auch gerne mit mehreren Leuten, finde ich, fahre ich gerne mal. Nur komischerweise bin ich immer irgendwie alleine unterwegs. Jo, moin. Warum soll ich nicht damit klarkommen? Meinst du, ich, du mich verfahren, oder wie? Uiuiui. So. Das einzige Schwierige ist eben heute nur ein bisschen den Chat während der ETS vor uns nämlich zu lesen. Uah. Hey Uwe, mein Freund, los komm Uwe, komm ins TS, zack, zack. Und hier mit in ETS2, klatti, klatti, hoppi, hoppi, los komm. Uwe, mein Freund, komm, wir fahren zusammen ETS2 hier, ja. Multiplayer. Zack, zack. Komm rein auf den Meter. Ach, Hellborn, das könntest du machen. Wer hupt hier? Ach. Los, komm, Uwe, zacki, zacki, komm hier ab ins TS hier, Livestream-Channel runterkommen und dann ETS2 Multiplayer gestartet und dann fahren wir eine Runde. Komm, du alter, als alter ETS2-Fahrer hier, alter Trucker, du, bist mir noch was schuldig, mein Freund. Ach man, schade. Hey, Extremzocker, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hier bei ETS2 Multiplayer. Ach Mensch, Uwi, warum kannst du nur noch ein paar Minuten? Immer kannst du nur so kurz. Schade eigentlich. Ja, kriegen wir schon mal zusammen hin, dass wir wieder mal was zusammen machen können. Irgendwie, irgendwann, irgendwo.
Irgendwas. Du Armer. Könntest du mir mal bei Gelegenheit, kannst du mir mal davon berichten, was denn so bei dir los ist, um das ein bisschen, dir vielleicht ein bisschen helfen zu können eventuell. Schauen wir mal. Ach Mensch, wenn eben alles schief geht, geht alles schief, ne? Das kenn ich irgendwo, ja. Hey, Bauer 23, einen wunderschönen guten Abend hier im ETS 2 Multiplayer, heute zum Mittwoch. Heute ist der 4.11. übrigens, ne? Noch 40 Tage, noch 40 Tage und dann ist Weihnachten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das kann natürlich passieren, Uwe, ne? Diese Hochladen währenddessen streamen gucken ist ein bisschen schlecht, also ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen, behaupten. So, ein bisschen Fernlicht einschalten hier, oder? Sieht man ja gar nichts hier. Ja, wo kommt denn überhaupt nur 50.000 an? Oder ist das nur bezahlt 50.000 und ankommen tun dann irgendwas mit, weiß ich nicht, 30.000 vielleicht? 48k aktuell, Alter. Entschuldigung. Man macht eigentlich das Licht aus, wenn jemand entgegenkommt. Boah, wie fahre ich denn heute? Ist ja schlimm hier. Mann, wie fahre ich denn heute? Geht ja gar nicht. Spezialtransporter, jo, grüß dich, Mensch, die hupen alle hier. Naja, so ganz 40 Tonnen sind's ja nicht, ne? Sind ein bisschen weniger. Es ist ja nur eine Raupe hinten drauf. So ist es ja nicht. So. Ach nee, ist ein Bagger hinten drauf. So rum. So. Schon mal vorher blinken. Ah, es kommt nicht. Sehr nice. Oh, hier darf ich 90 fahren. Ne, 90 ist eigentlich nicht erlaubt. 80 darf ich noch fahren, maximal. Dam, Licht habe ich an. Man sollte Licht am haben im Tunnel. Achso. So, ich fahr genau 80, seht ihr das? Achso, alles klar. Wie viel Sprit habe ich denn überhaupt noch? Tanken muss ich jetzt nicht. Jo, servus. Kein Problem, Uwe, ich kenne dich, also ich kenne dich so, also nicht mit Klugscheißen, aber es ist halt jemanden halt gut zu wissen, wenn man jemanden hat, der eben sehr gut darüber Bescheid weiß. Das ist doch cool, wenn du das willst, finde ich doch klasse. Hauptsache, man denkt dann auch selber dran, wenn man dann einen LKW halt auch fährt, ne? Was man dann alles so, dann alles für Wissen auch dann dort auch einsetzt, auf, generell auf der Straße dann. Upsala. So, ich tue trotzdem nochmal voll tanken. Man weiß ja nie, ne? Ich bin schon immer stehen geblieben. Und immer fast stehen geblieben. Das möchte ich nicht noch einmal machen.
So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dann, dann, dann. Ja, Handbremse löst. So, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich mit euch zusammen habe. Es müsste einiges. Es müsste schon ein bisschen was sein. Hoffe ich doch zumindest. Hey, Grauwolf, mein Freund. Wunderschönen guten Abend. Hey. Der Uwe war auch gerade ganz kurz da gewesen. Irgendwie ist sein Internet ganz abgekackt oder ist nicht mehr zu sehen bei mir. Ich bin jetzt ein bisschen Alleinunterhalter hier im TS. Tja, meine Tochter ist, geht's halt nicht so gut. Mussten die halt extra aus dem Kindergarten holen. Hat sich irgendwie einen Magen verdorben, ist zumindest so eine Diagnose. Es könnten aber auch die vielen Zähne sein, die gerade zur Zeit alle mit Ema kommen. Ja, ist dann nun 2 Tage zu Hause erstmal. Und ja. Schauen wir mal, wie es nun die nächsten Tage wird. Ne, ich denke mal, Uwe wird bestimmt sein Internet abgekackt sein. Also da hat er gerade die Internetprobleme gehabt. So. Was? Wie, du hast kleinen Lehrling bei dir? Was? Hä? Wie, was denn? Was für ein Lehrling? Also ich schon mal nicht. Ach man. Ach so. Okay. Da lässt du mich halt auch unterm Stich. Ach man, schade eigentlich. Jo, morgen Donnerstag ist Empyrion dran. Wieder mit dem guten Sven, also mit dem guten Safi zusammen. Bin mal gespannt, wie wir dort noch kommen. Wird sehr interessant. Und am Freitag, wenn ich es richtig im Sinne habe, ist am Freitag mit der Landwirtschaftsseminar dran, oder? Mit eben Auge. Ich dachte mir eigentlich, du liest mal so ein bisschen den Chat vor, aber. Nee, passt schon, alles gut. Immerhin fahre ich ja noch ein paar Kilometer, so ist ja nie. So, wie geht's euch denn überhaupt? Wie war denn euer Tag so gewesen? Bis auf. Naja, dass es eben vielleicht stressig war heute. Ach, Ossi. Na, ich habe zumindest ein bisschen Trucker-Musik eingeschalten, also zumindest Trucker vom Musik für mich in meinem Sinne, in meinem Fahrzeug. Ich hoffe, ihr hört ein bisschen was davon. Ja. Das ist heute ein bisschen schwierig. Aber spielst du D3 auf der Konsole oder spielst du es auf dem PC? Weil laut deinem Nicknamen heute bist du irgendwie nur mit dem Handy oder so online, oder? PC, okay.
Komisch, mein Bot schläft auch wieder und der hat vor uns noch Funktion. Ach Mist. Jetzt habe ich die Ausfahrt verpasst. Oh, verdammter Mist. Oh, das ist mir auch noch nie passiert, dass ich hier die Ausfahrt verpasse. Ich muss nämlich genau in die gegengesetzte Richtung. Ach, Scheiße. So ein verdammter Mist. Jetzt muss ich sehen, dass ich auch wieder runterkomme. Ach, so ein Mist. Sag mal, fährt denn eigentlich von euch noch alles so ETS2? Also. Kann ich nicht rumdrehen. Verdammter Mist. So ein Mist. Wie bis klein TS. Hinter dem Strohlager gleich links und dann rechts. Okay. Ah, Mist hier. Jetzt habe ich mich auch noch. Scheiße. Sagt man nicht. Oh, Mist. Ärgert mich aber heute. Ich tu mir konzentrieren, so halbwegs, wie es geht. Scheiße, was machst du denn jetzt? Scheiße. Nee, komm ich nicht rüber, ne? Einen wunderschönen. Keiner gesehen! Psst! Ach, keiner jetzt? Jetzt? Da war was! Hat da keiner. Oh! Ich verstehe kein Wort. Was? Wie? Wo? Hat keiner gesehen! Psst! Was hast du gemacht? Bist du gegen Leitplanke gefahren? Hast du was umgefahren? Baum oder Schild oder so? Nö, nö, nö. Stimmt. Bestimmt willkommen, was gemacht. Willkommen, Eselchen im TS. Ja. Du hast bestimmt was kaputt gefahren. Oh, oh. Ja. Oh, freut sich die Werkstatt. Ach oh Gott. Mach das Fahren nicht aus. Es hält genug draußen. Ja, ich könnte meine Route selbst legen, hast ja recht, aber ich bin gerade völlig in gegensätzliche Richtung gefahren. Und das, was ich eigentlich gerade eben gemacht habe, macht man eigentlich auch gar nicht. Also das sollte man schließlich unterlassen. Aber hat ja keiner gesehen, oder? Verkehrsmeldung. Ihnen kommt ein Geisterfahrer entgegen. Einer? Dutzende? Das stimmt. Ja, so ist das. Ach nee. Wie, du hast wohl einen Esel als Lehrling heute, oder was? Hm? Ich kann Träger fahren. Ja, sie kann Träger fahren, das stimmt. Mit einem Rollator geht's am besten. Was woher willst du denn das so wissen? Du hast mich noch nie Träger fahren sehen. Eben deswegen. Das ist aber auch schon ziemlich lange her, davon war ganz abgesehen. Schön runter, ne? Gut, Blinker ausmachen. Schrei doch mal nicht so. Ach, der Herr Frankie ist da im Hintergrund. Ja, der ist ein HG, genau. Ah ja. Die Brüllmücke im Hintergrund, das ist doch Frankie. Was? Was? Wartet mal ganz kurz. Was brummelt denn der Frankie da rum? Keine Ahnung. Na Eselchen, du warst ja schon lange nicht mehr da. Wie geht's dir denn überhaupt? Also das ist echt... Oben der junge Mann, der hat auch gerade so getan, als wenn man vor 20 Jahren irgendwie mal Minecraft gespielt hätte. Ich wundere mich, wie die Zeit einfach vergeht. Ja, die ist... die Zeit ist weg. Ja. Ich habe mittlerweile den Server erstmal gestoppt, bevor wir total überfallen werden. Bevor was? Bevor wir total überfallen werden. Überfallen? Wieso? Na, weißt du nicht. Man weiß ja nie. Was? Seit wann schiebt denn wen? Du Paranoia? Was ist mit dir? Wo ist... Ich hab jetzt mal den Mr. Battle.net gestartet.
Ich hab doch gesagt, du hast du hast Esel in D3 als Lehrling. Na, jetzt wird's interessant. Konzentrier dich hier auf deine Route. Ich hab ein Navi eingeschalten. Na toll. Das sind ja nur knapp 1000 Kilometer, die ich fahren darf heute. Wo willst du denn hin? Warum blinkst du? Willst du abbiegen? Ja, ich will abfahren. Genauso ist das. Warum blink ich? Warum soll ich nicht blinken? Ich muss mal noch im Community Game mal noch ein Esel einbauen. Das Eselchen, das muss da noch irgendwo reingebastelt werden. Ja, mal was sehen. Kriegt man bestimmt irgendwie hin. Nee, brauchst du nicht. Nein, das ist gar nicht nötig. Nö. Das geht ohne Esel, geht das prima. Hä? Genau. Leute, das ist doch cool, wa? Also Esel haben wir doch, kriegen wir doch bestimmt noch im Community Game, haarigen Wurstgurkler bestimmt noch unter. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, was ihr dem Pferd da zu futtern geben wollt, ne? Dann, nee, ich möchte nicht. nö. Warum nicht? Du kriegst Kartoffeln. Was? Karotten. Damit? Karotten. Möhren. Das ist wieder beim Thema. Ja. Wisst ihr? Oh. Tja. Ein Esel kriegt immer Karotten. Oh, ich hab's geahnt. Was? Ja, dass das immer wieder aufs Tablet kommt, das Thema mit den Karotten. Nee. Ja, na doch. Ja, eben gerade schon wieder. Du. Sag mal, ist das immer noch derselbe Titel oder was heute? Irgendwie. Wieso? Weiß ich nicht, hab du das Gefühl in den Ohren. Kann sein, dass er das wiederholt. Aber warum? Sprung in der Platte. Fenster. Ja, kennt man doch, oder? Ich meine, also ich zumindest.